Herzlich willkommen alle zur dritten Live-Session unseres Wissensmanagement-MOOCs, der letzte in Modul 1. Wir sind ja schon in der letzten Woche des ersten Moduls Grundlagen Wissensmanagement. Ja, und ich freue mich sehr, dass die Angelika Mittelmann sich bereit erklärt hat, schon zum zweiten Mal. Sie war schon mal bei einem MOOC dabei mit einer Live-Session, hier eine Live-Session zu gestalten. Angelika ist ja Wissensmanagerin aus der Praxis, hat langjährige Erfahrung bei Voestalpine, ist vielen wahrscheinlich bekannt durch ihr Buch Werkzeugkasten Wissensmanagement. Da habe ich's. Und sie hat jetzt ganz aktuell dieses Buch überarbeitet, aber nicht einfach nur überarbeitet, sondern aktualisiert. Wissensmanagement wird digital, also ihren Werkzeugkasten gewissermaßen auf den digitalen Prüfstand gestellt. Und darum wird es heute auch gehen, Wissensmanagement Werkzeugkasten digital. Ja, Angelika, du stellst dich vielleicht auch noch mal kurz selbst vor. Sie war, was ich noch sagen kann, weil du es vielleicht verschweigst, ja. Sie war Wissensmanagerin des Jahres, als es diesen Preis noch gab, von damals Commerzbank gesponsert, in der Zeit ihrer Tätigkeit für Voestalpine. Und sie ist seit 3 Jahren, Angelika, Mitglied im Fachbeirat der Gesellschaft für Wissensmanagement. Und eben, wie gesagt, als Buchautorin, Rednerin und so weiter im Thema Wissensmanagement aktiv. Und damit bin ich aber auch schon still. So, und damit schalte ich mich auch stumm. Gut, dann gebe ich meinen Bildschirm frei und möchte Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen bei meinem Vortrag. Und danke für die nette Einleitung. Ja, ich bin auch, also wie gesagt, Beirat der Gesellschaft für Wissensmanagement und habe lange Jahre also das Wissensmanagement in der Voestalpine Stahl also geleitet und bin dann mit diesem Thema auch in Pension gegangen und führe aber natürlich aufgrund der vielen Anfragen auf das Thema Wissensmanagement auch weiter und ich mache das auch sehr gerne. Und dieser letzte Teil Wissensmanagement digital war mir also auch wirklich ein Herzensthema, weil ich ja in meiner Grundausbildung Informatikerin bin. Also für mich war das auch ein bisschen so back to the roots. Ich habe also Wissensmanagement also wieder mit dem Thema Informatik, mit dem Thema Digitalisierung also verbunden. Was ich euch heute zeigen möchte, ich brauche ein paar Begriffsklärungen, weil es immer wieder Schwierigkeiten gibt. Auch ist es auch ein Thema im Wissensmanagement, dass wir immer versuchen sollten, also Begriffe klar zu kriegen, dass wir Begriffe also gemeinsam uns ausverhandeln. Und daher beginne ich mit ein paar Begriffsklärungen. Und was es dann mit den Werkzeugkategorien auf sich hat und mit der Digitalisierung von Wissensmanagementmethoden, wird sich dann im Laufe der Zeit dann auch herausstellen. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind und würde also gleich jetzt mit dem Thema starten. Gut, der erste Begriff ist natürlich ganz klar, den ersten Begriff, den ich brauche, ist das Thema der Digitalisierung. Sie haben sicher alle schon sehr viel darüber gelesen und gehört und wahrscheinlich auch darüber diskutiert. Und ich habe versucht, das aus dieser ganzen Fülle von Informationen Deutungsinhalte herauszukristallisieren und sie im Prinzip werden Sie gleich sehen, in 3 Bedeutungscluster zu gliedern. Der erste Bedeutungscluster ist natürlich das, was wir am öftesten sehen, nämlich dieser durchgängige Einsatz von Informationstechnologien. Das ist also sozusagen der ureigenste Begriff der Digitalisierung und ist natürlich eng verbunden mit dem Thema der Informationsbeschaffung, Visualisierung. Es geht natürlich so weit bis zum Thema Data Analytics, bis zum Thema Big Data und Visualisierung geht natürlich hier auch so weit wie bis zum Thema Augmented Reality, Virtual Reality und so weiter. Aber auch, und das machen wir auch gerade, also wir machen ja jetzt einen Vortrag sozusagen im virtuellen Raum und es geht also auch um das Thema synchrone und asynchrone Kommunikation. Und wir haben, was sehr schön ist, beides ja parallel hier. Wir machen gerade synchrone Kommunikation und wenn Sie dann Fragen also in den Chat stellen, wird es ein bisschen zur asynchronen Kommunikation, weil wir Ihre Fragen erst am Ende dieses Vortrages also
dann behandeln. Das wäre sozusagen der erste Bedeutungsraum des Begriffes Digitalisierung. Der zweite Bedeutungsraum der Digitalisierung kommt aus dem Kontext Industrie 4.0, den Sie sicher alle kennen. Und hier geht es eben um dieses Thema der cyberhumanen Systeme, das heißt, dass Menschen und KI-Systeme oder Roboter gemeinsam Geschäftsprozesse, also behandeln und damit sozusagen cyberhumane Systeme bilden. Und schlussendlich ist es das Konzept der digitalen Fabrik, wo im Prinzip eigentlich alles durch KIs erledigt wird, durch Roboter erledigt wird. Aber da möchte ich gleich also auch den Hinweis geben, genau hier braucht es natürlich den Menschen. Und zwar braucht man dort den Menschen, wenn irgendetwas passiert, was die KI-Systeme nicht vorhersehen, vorhersagen können, weil es halt in ihren Computerprogrammen gar nicht vorgesehen ist. Hier braucht man den Menschen. Und zwar braucht man den Menschen, der die Erfahrung hat, der die Geschäftsprozesse bis ins Letzte kennt. Das heißt, das sind also Menschen, die einen relativ hohen Kompetenzlevel haben. Das heißt, eine einfache Grundausbildung reicht also für solche Überwachungstätigkeiten auf keinen Fall. Und auf das möchte ich besonders darauf hinweisen, weil man immer wieder hört, ja, wenn wir KI-Systeme haben, dann werden Arbeitsplätze wegfallen. Wird sicher der Fall sein, aber es werden auch einige hochanspruchsvolle auch dazukommen, nämlich so eine zum Beispiel, so eine Überwachungstätigkeit in einer digitalen Fabrik. Das wäre der zweite Bedeutungsraum. Und der dritte Bedeutungsraum ist eigentlich aus meiner Sicht eine Sprachverwirrung, wird nämlich also auch häufig verwendet, um diese Veränderungen durch diesen verstärkten IT-Einsatz zu kennzeichnen. Also eigentlich wird es als Kurzform für die digitale Transformation verwendet. Und das ist ja eigentlich ein großer Change-Prozess, den wir alle heute erleben. Ja, und um diesen großen Change-Prozess geht es auch, weil Wissensmanagement-Methoden, die also analog ablaufen, braucht man natürlich auch jetzt in einer digitalen Form. Und wie das gehen soll, möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Ja, dazu brauche ich aber noch eine Unterscheidung. Es wird also auch immer wieder, auch in Wissensmanagement-Literatur wird das immer wieder verwechselt oder als Synonym verwendet, nämlich die Begriffe Methode und Werkzeug. Und es ist aber wichtig, also wenn Sie meinen Werkzeugkasten digital lesen wollen, dann braucht man genau diese Unterscheidung. Es ist nämlich sehr wohl was jetzt Verschiedenes, nämlich eine Methode ist ein Verfahren, ein Weg, ein Prozess, eine Folge von Schritten, die zu einem bestimmten Ziel führt. Also so etwas, also schematisch dargestellt, was Sie hier unten sehen, in Form eines Pfeiles und dieser drei Schritte. Das wäre also eine Methode, die man also nach der Reihe bestimmte Schritte ausführt. Und ein Werkzeug, ich meine, das einfachste Werkzeug kennen Sie alle, ist natürlich auch ein Hammer. Aber das ist also ein Objekt, mit dem man mit Hilfe dessen man zum Beispiel einen Nagel in die Wand einschlagen kann. Aber es kann auch in Form eines Software-Systems oder einer App, wie wir das mittlerweile nennen, ist. Und das ist ein Werkzeug. Das heißt, hier bitte diese klare Unterscheidung zwischen einer Methode, einer Abfolge von Schritten und einem Werkzeug. Einem Werkzeug, das heißt, das uns hilft, diese Methode also digital auszuführen. Ja, und hier liegt also jetzt schon dieses große Problem, wenn Sie also Software-System hören und sehen oder App hören und sehen. Ich nehme an, dass Sie alle also auf Ihren Devices, also auf Ihren Smartphones und Tablets werden Sie wahrscheinlich eine Fülle von Apps haben. Und das ist unser großes Problem. Wenn Sie das anschauen, Sie kennen das vielleicht, diese Social Media Map, die Overdrive Interactive jedes Jahr herausgibt. Also Sie sehen, und das ist wahrscheinlich nicht alles. Und es sind sicher also auch Apps dabei, die wir im Wissensmanagement nicht brauchen können, die also nicht das erfüllen. Und das ist das, worüber ich nicht reden möchte. Weil sonst wäre mein Buch, wenn ich es fertig geschrieben hätte, dann wäre es schon veraltet gewesen, weil dieser Markt, dieser Softwaremarkt ist hochvolatil und daher brauchte ich einen anderen Zugang und da haben wir auch die einen oder anderen Kollegen
der Gesellschaft von Wissensmanagement geholfen, um eben zu folgenden zu kommen, nämlich zu diesen Werkzeugkategorien. Das heißt, ich habe also Kategorien gebildet, die also nicht sagen, nimm das Werkzeug oder das Werkzeug oder das Werkzeug, sondern die also aussagen, ja, was brauche ich denn eigentlich? Was brauche ich im Wissensmanagement, um eben Wissensmanagement-Methoden in die digitale Welt zu überführen? Und Sie können sich also sicherlich leicht und gut vorstellen, dass es hier bestimmte Kategorien gibt, die wir im Wissensmanagement brauchen. Und das wäre zum Beispiel also Kategorien mit dem Fokus Kommunikation, wie Sie gerade erleben. Wir brauchen sicherlich also Werkzeugkategorien für den Fokus Information, aber auch für Interaktion, wo wir miteinander interagieren. Und auch das Thema Artefakte. Artefakte, also alles, was irgendwie in einer File-Form, in einem File oder ein Dokument oder ein Bild oder ein Video, das sind alles Artefakte, also mit denen wir umgehen wollen und müssen, um eben Wissensmanagement betreiben zu können. Und aus dieser Überlegung sind eben diese 12 Werkzeugkategorien entstanden. Keine Sorge, ich möchte jetzt nicht mit Ihnen jetzt nicht also jede einzelne durchgehen. Aber was Sie sehen, ist eben diese Überschriften, die da drinnen stehen, diese Bezeichnung der Werkzeugkategorien sagen aus, was wir mit diesen Werkzeugen tun wollen. Das heißt, es geht hier immer um die Anforderungen, die ich habe, um eben eine Wissensmanagement-Methode unterstützen zu können. Also Sie können sich sicher vorstellen, dass zum Beispiel ein Werkzeug, eine App aus der Kategorie Netzwerken dafür geeignet ist, um sich eben mit Menschen im Internet, im Web zu vernetzen. Und Ihnen wird sicherlich sofort also eine bestimmte App einfallen, mit der das also möglich ist, mit der das geht, die diese Anforderung erfüllt. Ich gehe noch bewusst auf ein paar ein, die vielleicht ein bisschen schwieriger zu oder wo man die Einteilung vielleicht nicht so schwierig sehen kann. Nämlich einerseits das Thema Visualisieren, weil hier ist auch die ganze Datenaufbereitung also mit drinnen. Ich kann nur etwas visualisieren, wenn ich die Daten dazu habe. Das heißt, hier versteckt sich auch das Thema Data Analytics oder auch Big Data. Ich brauche die Daten, um etwas visualisieren zu können. Ich brauche die Informationen, um etwas visualisieren zu können. Okay, ich war bei dem Thema Kuratieren. Das ist also kommt aus dieser Museumswelt. Das heißt, wenn ein Kurator eine Ausstellung kuratiert, dann sammelt er Informationen dazu. Und genau dieser Begriff, den brauchen wir auch immer öfter. Und das tun auch zum Beispiel Journalisten, aber das tun auch Menschen, die für andere etwas aufbereiten. Also wenn jemand einen Blog schreibt, dann muss er vorher seine Gebiete kuratieren. Das heißt, er muss die Informationen zusammensammeln und muss sie dann zusammenfassen für ihre jeweilige Zielgruppe. Das ist also, dafür gibt es also auch digitale Werkzeuge, diese sogenannten Curating Services. Bei dem Thema Lernen und Spielen sind also solche Apps gemeint, die also helfen, Lerneinheiten zu entwickeln, beziehungsweise beim Spielen ist nicht gemeint irgendwelche Spieleplattformen, sondern damit ist gemeint, dass man also Spiele entwickelt für Lernen. Also damit wir eben lernen und damit wir eben unser Wissen entwickeln können. Und als letztes vielleicht noch die kleine Unterscheidung, die Ihnen vielleicht bewusst ist oder auch nicht bewusst ist, nicht zwischen Teilen und Verteilen. Verteilen ist ja einfach, wenn Sie irgendein Artefakt, also zum Beispiel ein Bild ins Instagram stellen, dann haben Sie etwas geteilt und zwar generell für alle, die also dort hineinschauen. Beim Teilen geht es darum, dass Sie das an eine bestimmte Gruppe, Sie sagen, ich habe eine bestimmte Gruppe und ich möchte meine Artefakte nur mit dieser Gruppe teilen. Und Sie können sich also gut vorstellen, da gibt es natürlich Apps, wo man solche Gruppen definieren kann und wo man sagen kann, okay, dieses Dokument oder dieses Artefakt möchte ich nur mit dieser Gruppe teilen. Das erfordert natürlich ein bisschen mehr an Erfahrung, wie ich so etwas mache, als einfach nur das Raufstellen eines Bildes ins Internet. Gut, die anderen sind wahrscheinlich selbsterklärend. Zusammenarbeiten ist natürlich eine komplexere Kategorie.
hier kann man natürlich, also alles, was man für Zusammenarbeit braucht, da ist natürlich auch das Teilen versteckt, da ist möglicherweise also auch das Kommunizieren versteckt. Das hängt davon ab, was diese App also an Funktionalität also anbietet. Das wären also die Werkzeugkategorien. Und jetzt geht es darum, ja, wie kann ich denn also jetzt tatsächlich eine Wissensmanagement-Methode, also so eine Abfolge, denken Sie vielleicht an eine einfache Methode wie Mindmapping. Mindmapping ist wahrscheinlich den meisten von Ihnen bekannt. Und wenn Sie also Mindmapping anwenden in einer Gruppe von Personen, ist das möglicherweise etwas, wo Sie sagen, ja, aber wie kann ich das digitalisieren? Gut. Ich bin also stehen geblieben bei den 4 Stufen der Digitalisierung. Sie können sich natürlich gut vorstellen, dass also Stufe 0 bedeutet so gut wie gar nichts. Also keine Werkzeugunterstützung. Natürlich ist es für uns mittlerweile ganz, ganz normal geworden, dass wir Textverarbeitung verwenden, also oder dass wir Tabellenkalkulation verwenden. Das sehe ich immer noch unter der Stufe 0. Also das ist für uns einfach ja, ein gängiges Werkzeug. Das würde ich also sozusagen so noch nicht wirklich als Digitalisierung bezeichnen. In der Stufe 1, und wenn Sie jetzt an Denken an Mindmapping und Sie machen Mindmapping mit einer Gruppe von Personen, dann können Sie sich vorstellen, könnte also so eine erste Stufe sein, dass Sie eben dieses Mindmapping nicht gemeinsam face-to-face machen, sondern dass Sie es so machen, wie wir das jetzt machen, nämlich mit Hilfe von irgendeinem Kommunikationswerkzeug. Und dass Sie also mit den Personen, die mit Ihnen dieses Mindmapping machen, einfach über Videoconferencing sprechen und halt dann immer wieder zeigen, was so das Zwischenergebnis ist. Das wäre also so die erste Möglichkeit. Natürlich können Sie auch parallel dazu eine App verwenden, beziehungsweise halt ein Werkzeug verwenden, wo Sie etwas suchen. Sie sagen, okay, wir sind jetzt in diesem Mindmapping-Prozess wo angelangt, wo wir vielleicht das eine oder andere brauchen. Und dann können Sie natürlich also auch eine Suchfunktion also abrufen und schauen, ja, wo finde ich das? Und Sie könnten vielleicht auch netzwerken, das heißt, die Menschen finden im Internet mit Hilfe einer App, um dieses Mindmapping zu machen, weil es um ein ganz spezielles Gebiet geht. Und verteilen, dass sie dann das Ergebnis halt aufstellen und zur Verfügung stellen. Das wäre also Stufe 1. Also maximal ein Prozessschritt von dieser ganzen Geschichte ist also dann digitalisiert. Gut, schauen wir weiter. Was bedeutet das also jetzt für die Stufe 2? In der Stufe 2 bedeutet das jetzt, ich habe mehr als einen Prozessschritt. Also wenn wir wieder an das Mindmapping denken, dann machen Sie vielleicht also tatsächlich das so, dass Sie zuerst die Menschen suchen mit Hilfe von einer Netzwerk-App und dann mit einer Kommunikations-App dann tatsächlich die Durchführung von diesem Mindmapping machen und für die Visualisierung zum Beispiel ein spezialisiertes Werkzeug verwenden für Mindmapping. Und damit haben Sie also im Prinzip schon mehr als einen Prozessschritt, beziehungsweise Sie sind da so mindestens schon auf der Stufe 2, wenn nicht sogar schon auf der Stufe 3, wenn Sie also schon mehr als die Hälfte dieser Prozessschritte also schon abgedeckt haben. Und hier kommen natürlich solche Kategorien dazu wie Befragen, die ja nicht so einfach sind. Also hier brauche ich schon mehr Kompetenzen, um solche Apps zu bedienen. Man glaubt zwar, man kann also Befragen ist ganz einfach, aber da braucht man doch einiges an Know-how zu wissen, wie man so eine Befragungswerkzeuge so aufsetzt, wie man also solche guten Fragen stellt und wie man die auswertet. Und auch diese Zusammenarbeits-Apps sind ja nicht so einfach zu behandeln. Hier brauche ich auch einiges an Know-how, um das also tun zu können. Und in der letzten Stufe, in der Stufe 4, haben Sie alle Prozessschritte digitalisiert. Das heißt, Sie machen die Anwendung dieser Wissensmanagement-Methode komplett mit App-Unterstützung, mit Werkzeugunterstützung. Und hier kommen die komplexen Kategorien auch dazu, wie Lernen, also Lerninhalte zu entwickeln, Spiele zu entwickeln und auch das ganze Thema kuratieren. Das erfordert nämlich schon Expertenwissen, um das also auch wirklich tun zu können. Und Sie sehen also, diese 4 Stufen geben Ihnen so die Chance, auch zu schauen, ich habe, wo Ihre
Wissensmanagement-Methode, wo die also steht gerade. Wie sehr Werkzeug unterstützt, läuft die bereits, und dann können Sie von dem ausgehend überlegen, ja, möchte ich überhaupt noch weiter, macht das Sinn, kann ich überhaupt noch weiter? Es gibt durchaus Methoden, und das werden Sie in meinem Buch auch finden, dass es Methoden gibt, wo es keinen Sinn macht, bis zur Stufe 4 zu gehen. Und das sind alle diese Methoden, wo es um das Thema des Erfahrungsaustauschs geht, das heißt, wo es ums Erfahrungswissen geht. Also man hat festgestellt, dass eben gerade dieses Erfahrungswissen erfordert diese direkte Kommunikation, diese Face-to-Face-Kommunikation zwischen Menschen, weil hier sehr viel mehr, also weiß man auch aus der Neurologie, hier werden sehr viel mehr Hirnregionen angeregt. Das heißt, hier geht es sehr viel tiefer, wenn ich mich direkt mit den Menschen unterhalte, im selben Raum, weil dazu nämlich auch dann die Körpersprache dazu kommt, die Gestik dazu kommt, und damit übertragen wir Menschen also sehr viel mehr von dem Erfahrungswissen, als wenn wir nur miteinander reden. Gut, das wären also die 4 Stufen der Digitalisierung. Und wie kann man jetzt eine Methode digitalisieren? Ich habe es bereits angedeutet. Also zunächst einmal macht es Sinn, die meisten Methoden wendet man einfach an, ohne eine Beschreibung zu haben. Gut wäre es, wenn Sie sie digitalisieren wollen, dass Sie diese Prozessschritte auch kurz beschreiben und sich dann überlegen, ob die einzelnen Prozessschritte überhaupt digitalisiert werden können, ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht. Und dann, dass Sie dann beschreiben, wenn Sie sagen, ja, es ist möglich und ich kann das, dass Sie dann sagen, was brauche ich? Welche Anforderungen habe ich? Was will ich damit also erreichen, um dann das Werkzeug auswählen zu können, beziehungsweise auch entwickeln oder entwickeln lassen zu können? Und dann geht es natürlich um den Einsatz dieser Wissensmanagement-Methode, dass man die produktiv einsetzt. Und hier möchte ich auch noch auf einen Hinweis kommen, nämlich produktiv einsetzen heißt, ich muss die Menschen langsam und vorsichtig einerseits an das Thema der Digitalisierung heranführen und andererseits, ich verändere damit, wie sie etwas tun. Das heißt, es ist ein Change-Prozess und da brauchen sie natürlich also auch eine Begleitung. Das heißt, dass sie also zunächst einmal mit Menschen beginnen, die das gut können, die das gerne machen, die dann andere bei der Hand nehmen und mit ihnen dann diese neue Methode, diese digitalisierte Methode dann einsetzen und so, dass sich das wie ein Schneeballeffekt über die gesamte Organisation zieht. Und das habe ich dann auch beschrieben und ich habe diese Menschen dann als Wissensbotschafter bezeichnet und das brauchen sie auch unbedingt. Also man kann nicht einfach jemanden oder in Organisationen einfach irgendein Werkzeug installieren und sagen, na, macht mal, verwendet das. Das wird nicht funktionieren. Sie brauchen dazu die Idee dahinter, was will ich damit tun, was will ich damit erreichen, was möchte ich im Wissensmanagement damit unterstützen und von dem ausgehend dann also so einen kleinen Change-Prozess aufzusetzen und da immer mehr Leute einzubeziehen. Auch das möchte ich Sie unbedingt darauf hinweisen, also nur ein Werkzeug zu installieren und zu glauben, damit ist alles gut. Ich würde Ihnen sehr, sehr davon abraten. Gut, das wäre die Digitalisierung in der Wissensmanagement-Methode. Und das habe ich also bereits angedeutet. Hier sehen Sie das auch dann ganz konkret für das Beispiel Mindmapping. Und Sie sehen also hier, also eine Gruppe ist zusammengekommen, ein Projektteam hat ihre erste Teamsitzung mit Hilfe von Mindmapping also dokumentiert. Haben also gesagt, ja, was sind unsere Projektziele, haben es also mit einer Mindmap dokumentiert, wie schaut unsere Projektstruktur aus, welche Stakeholder haben wir und was sind also die nächsten Schritte. Das heißt, das war also so der erste Schritt der Erstellung, der Visualisierung. Und diese Mindmap nutzen Sie dann natürlich also dann auch weiter in der nächsten Projektsitzung, ergänzen Sie, erweitern Sie und nutzen Sie vielleicht sogar in einer App des Zusammenarbeitens. Und damit ist auch die Pflege inkludiert. Wenn Sie es nämlich erweitern, ergänzen, ersetzen, dann haben Sie dann auch diese Pflege, diesen dritten Schritt, also der Pflege, um das immer auch schuld zu halten. Also so ist das zu verstehen, wie man also so Einzelschritte, wie man die digitalisieren kann. Und sie machen das eben so, dass es zu ihrer IT-Infrastruktur passt, zu dem, was sie im Haus haben, aber immer geleitet von den Anforderungen, die sie haben. Wofür brauchen sie das? Was möchten sie damit erreichen? Was möchten sie damit tun? Das wäre so dieses Beispiel Mindmapping. Und es gibt natürlich also auch Mindmapping-Tools, die also diese komplette
Palette also haben. Ich habe also ganz konkret also mit einem Kollegen in Salzburg haben wir so ein Werkzeug benutzt und haben also gemeinsam also zu einem bestimmten Thema die Mindmap also wirklich interaktiv erstellt. Wir haben uns nicht gesehen, er ist in Salzburg gesessen, ich bin in Linz gesessen, wir haben es interaktiv gemacht und haben dann das Ergebnis dann also zur Verfügung gestellt. Das heißt, das kann man alles, man kann wirklich diese komplette Methode kann man also tatsächlich digitalisieren. Ich hoffe, dass es für Sie jetzt soweit klar ist, aber ich bin dann gern bereit, also noch Fragen dazu zu beantworten. Und was Sie jetzt in diesem Buch finden, sind also 50 Methoden, die wirklich jede einzelne dieser 50 Methode ist in Schritten aufgegliedert. Das heißt, es ist wirklich jede in Einzelschritten aufgegliedert. Und bei jedem Schritt steht dann dabei, welches Werkzeug welche Werkzeugkategorien können Sie nutzen, um diesen Schritt zu digitalisieren. Also immer, und zum Schluss, auf dem Ende der Methode stehen dann auch noch diese 4 Stufen. Das heißt, wie kann ich diese Methode in 4 Stufen digitalisieren, weil Sie damit also auch die Chance haben, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort abzuholen, wo Sie gerade stehen, und dann also auch schrittweise diese Digitalisierung fortführen können. Und das ist natürlich also ganz, ganz wichtig, dass Sie nicht also sofort einen Riesensprung machen. Dann verlieren Sie die Menschen. Also sind Sie überfordert, man muss sie also mitnehmen, Schritt für Schritt da heranzuführen. Und das ist also gemeint mit diesen 4 Stufen der Digitalisierung. Und was Sie dann auch noch finden in diesem Buch, ist natürlich das, was ich Ihnen jetzt erklärt habe, nämlich diese Grundbegriffe, diese Werkzeugkategorien, dann auch ein eigenes Kapitel mit begleitendes Change Management, diese stufenweise Digitalisierung und wie beim Werkzeugkasten, also auch diese Navigationshilfe mit Hilfe des semantischen Raums, auf das gehe ich jetzt nicht ein. Und Sie sehen, dann gibt es 4 Kapitel, wo jeweils ja, zwischen 10 und 11, also dass es halt auf 50 ausgeht, also Methoden. Im ersten Methodenkapitel geht es um persönliches Wissensmanagement, die eigenen Kompetenzen entwickeln. Hier ist zum Beispiel die Methode drinnen Brainstorming Revisited. Man hat ja die Brainstorming weiterentwickelt, um diese Defizite, die Methode gehabt hat, wegzubringen. Oder so eine lustige Methode wie Speed Mentoring oder wissensorientiertes Mitarbeitergespräch. Dann beim organisationalen Lernen finden Sie zum Beispiel dieses 251 Storytelling, eine ganz, ganz schnelle Methode, ist also so im weitesten Sinne der Manöverkritik-Sitzung, ein Lernsprint, also eine Lernmethode, die das agile Konzept und das Scrum-Konzept mit einschließt, oder Transfer Stories. Ja, dann kommt zum Thema Beziehungen und Kommunikation. Ja, zum Beispiel ist der Anekdotenzirkel, der aus Australien kommt, den habe ich also gerade also mit Studenten also ausprobiert und es hat wunderbar geklappt, dass man also die Menschen dazu ermuntert, Geschichten zu erzählen und dann schaut, welche Muster sind in diesen Geschichten drinnen oder Knowledge Camp, kennen Sie wahrscheinlich, Wissensdialoge und schlussendlich geht es im letzten Kapitel, diesen Strukturen und Bestände, also um Artefakte, zum Beispiel, wie kann man also eine Checkliste zu einer Canvas-Checkliste erweitern. Um die Metaphernanalyse geht es, also wie kann ich also herausfinden, die tieferen Strukturen in einer Organisation, indem ich mich auf die Suche nach Metaphern finde und die Quick-Win-Produktivitätsanalyse als Ausgangspunkt, wie man Wissensmanagement, also wo der Ausgangspunkt für die Einführung von Wissensmanagement ist. Also um nur einen kleinen, das sind nur Beispiele und das sind also bei jedem noch mehrere drinnen. Gut. Und es ist bei jeder Methode dann auch noch drinnen, was ist der Nutzen, was ist die Zielsetzung, was ist der Nutzen, was sind aber auch die Stolpersteine und worauf muss ich aufpassen bei der Anwendung dieser Methode. Das wäre also zu dem Buchinhalt und jetzt bitte ich um Ihre Fragen. Ganz vielen Dank erstmal. Ich habe ja eine Frage von G. Kraus. Ich würde mal dein Audio einschalten, dass du sie selber nochmal formulieren kannst und weil es selber weitergeben kann. Ja, hi, ich sitze in der DB-Lounge, also ich weiß nicht, wie mein Sound so ist.
Man versteht dich. Okay, ich versuch's mal. Es ging ja jetzt um Digitalisierung von Wissensmanagement, Methoden und Werkzeugen. Da habe ich mich gefragt, ob das Wissensmanagement eigentlich immer der Vorreiter bei Digitalisierung sein sollte oder müsste, um das ganze Unternehmen voranzubringen, oder geht man lieber in dem Tempo des Gesamtunternehmens mit, um vielleicht auch keinen abzuhängen? Wie sind da so Ihre Erfahrungen oder Einschätzungen? Späteres. Also ich würde als erstes einmal sagen, das ist nicht Informationstechnologie. Das ist ja der große Irrtum. Sie können ja Wissensmanagement ist nicht Informationstechnologie. Du kannst ja eine Wissensmanagement-Methode völlig ohne IT-Unterstützung also einsetzen. Du brauchst nichts dazu. Zum Beispiel das Mindmapping, wenn man das als Wissensmanagement-Methode ansieht, das kann man einfach mit Bleistift und Papier machen, da braucht man gar nichts. Ja? Und ich würde wirklich empfehlen, also wenn man Wissensmanagement einsetzt, es immer mit der Organisation mitwachsen zu lassen. Kann aber natürlich im Sinne vom Wissensmanagement eine Driver-Funktion annehmen, aber nur im Sinne vom Wissensmanagement, nicht im Sinne von Informationstechnologie. Aber natürlich hast du recht, wenn ich jetzt denke an das Thema Kollaboration und wenn ich an eine Organisation denke, die also vielleicht sehr disloziert arbeitet, das heißt, du hast Mitarbeiter über die halbe Welt zerstreut, dann kann natürlich über das Thema Kollaboration, über das Thema, dass du Communities of Practice weltweit spannst, kannst du natürlich Wissensmanagement sozusagen als Driver verwenden, um eben die Effizienz in der Organisation zu steigern. Habe ich deine Frage beantwortet? Oder? Ja, super, danke. Mein Problem ist allerdings eher, dass ich in sehr konservativen Unternehmen unterwegs bin, sprich Rechtsanwaltskanzleien, Steuerberater und Ähnliches. Da kann man schon froh sein, wenn es ein digitales Dokumentenmanagement gibt, dass man auf das Wissen überhaupt zugreifen kann. Und von daher ist es manchmal schwierig mit IT-Unterstützung und Wissensmanagement, denn das sind ja ganz besondere Kunden. Ja, ich kenne das ein bisschen, ich habe öfters diskutiert eben mit dieser Zielgruppe. Vielleicht der nächste Hinweis, was wichtig ist, gerade in dem Bereich, ist, einen Nutzen zu generieren. Und also bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, aber gerade in diesem Bereich ist es so wichtig, dass ich also Ergebnisse von Diskussionsprozessen, beziehungsweise ihr habt einen Fall und ihr braucht zu diesem Fall dann viele, viele Informationen, um diesen Fall richtig einordnen zu können. Stimmt das? Ja, genau. Ja. Und je schneller ich diese Informationen finde, desto leichter tue ich mir dann bei der Fallbearbeitung. Und da kann Wissensmanagement natürlich helfen. Also wenn ich zum Beispiel an die Wissensmanagement-Methode Argumentationskarten denke, dann ist es genau dieser Anwendungsfall. Das heißt, ich kann also die wesentlichen Aspekte, die Kerne von so einer Fallbearbeitung mit Hilfe von Argumentationskarten dokumentieren und dann kann ich beim nächsten Mal, wenn ich einen ähnlich gelagerten Fall habe, das dort also sozusagen nachvollziehen. Ich bin dann viel schneller. Aber das muss man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen zeigen. Und dann auch dafür sorgen, dass sie das auch wirklich verwenden und dann werden sie schneller, dann werden sie produktiver und haben diese lästige Arbeit etwas reduziert. Aber es ist jetzt nur so eine Idee. Ja, super, danke. Ja, Dankeschön. Gut, ich würde jetzt mal an die Alexandra weitergeben, weil ich gesehen habe, sie hat eine Fragestellung im Chat gepostet. Ja, hallo Angelika. Ich habe eine Frage zu... wo würdest du nach deiner Erfahrung anfangen mit dem Digitalisieren der Wissensmanagement-Aktivitäten? Also klar ist es unternehmensspezifisch sehr häufig, aber also man könnte ja sagen, ich nehme den Bereich, wo der Nutzen für das Unternehmen am größten ist, aber möglicherweise ist das ein sehr komplexes Projekt und relativ schwierig. Oder nehme ich mir was mit Low-Hanging Fruits, was schnell geht, wo ich schnelle Erfolge zeigen kann? Also aus deiner Erfahrung, wo würdest du eher anfangen? Unbedingt Letzteres. Also das, okay. das war mein großer Fehler, wie ich Wissensmanagement das erste Mal eingeführt habe, war mein großer Fehler. Ich habe mir viel zu lange Zeit gelassen.
Mhm. Ich habe also diese Low-Hanging Fruits hängen lassen. Das darf man nicht machen. Das erste Low-Hanging Fruit, was du findest, nimm es. Und du okay. Es. Und damit hast du also sozusagen auch einen Driver, um den anderen zu zeigen, schaut, es funktioniert, es geht. Mhm. Okay, super. Und sei es auch nur, also ich habe gerade das Thema, also diese Werkzeuge der Kommunikation, da kann man natürlich ganz schnell so also etwas erreichen, wenn es eine große Organisation ist und die Leute also wirklich sehr viele also Meetings haben und die von weit her kommen, um bei diesen Meetings zu sein, zu sagen, hallo, wir machen einfach, also wir führen Videoconferencing ein, um eben erstens die Kosten zu reduzieren und trotzdem nichts an der Qualität zu verlieren. Meetings ist sicherlich eine Möglichkeit, wo du sicher gut Webconferencing machen kannst. Als Beispiel. Mhm. Als Beispiel. Ich kenne natürlich nicht die Organisation, aus der du kommst, aber das wäre vielleicht der Low-Hanging Fruit. Und kann man auch gut argumentieren. Okay, das freut mich, dann werde ich es auch eher so angehen. Danke. Bitteschön. Gibt es weitere Fragen? Im Chat ist jetzt keine mehr. Na, ich habe noch auf jeden Fall eine. Das ist mir beim Prozess aufgefallen, Angelika. Du hast das hier, lässt sich dieser Prozessschritt oder dieser Methodenschritt oder sowas digitalisieren. Hast du die typischen digitalen Entscheidungen, ja oder nein? Es gibt aber meistens auch noch die Stufe vielleicht oder es geht einigermaßen, aber nicht optimal. Weil wie geht man damit um? Okay, dann gehe ich noch näher zum Mikrofon. Keine Ahnung, wo das da ist beim Mac. In dem Fall würde ich dann auch einen Piloten aufsetzen und das ausprobieren. Hm. Würde ich grundsätzlich machen. Also wenn ich also eine Methode digitalisiere, würde ich grundsätzlich also da pilothaft vorgehen. Also und dann kannst du vielleicht das vielleicht in jeweils in ein Ja oder in ein Nein überführen. Zufrieden mit der Antwort. Bei welchen typischen Prozessen oder Methoden gibt es so typische Schwierigkeiten bei der Digitalisierung? Hast du da bestimmte Gemeinsamkeiten, Unterschiede festgestellt? Also wo geht es besonders leicht und wo sagt man am ehesten, hier da sollte man vorsichtig sein und darauf achten und dort sind die meisten Hürden drin? Ja, also das habe ich ja angedeutet, also bei diesem Kapitel, wo es um das Thema Kommunikation geht, wo es um das Thema geht, also Erfahrungswissen also zu heben und auszutauschen, dort würde ich wirklich also genau darauf schauen, ob das unbedingt erforderlich ist, zum Beispiel Transfer Stories, ob das überhaupt sinnvoll ist, also das komplett zu digitalisieren, weil ich brauche diese Interaktion zwischen den Menschen, dass die direkt miteinander reden. Also da würde ich wirklich drauf schauen, ob das also möglich ist. Und wenn es um Wissenstransfer geht, ist natürlich auch immer das Thema, ob es dort also zum Beispiel versteckte Konflikte gibt zwischen den Beteiligten. Das ist natürlich nicht, das ist keine Frage des Wissensmanagements, sondern es ist eine Frage, wie wir Menschen miteinander umgehen. Das heißt, ein Wissensmanagement menschelt immer sehr. Und auf das muss man natürlich auch achten. Gut. Ja, das wären also da würde ich also immer drauf schauen, wie geht das, wie kann man da also das machen und ist das überhaupt notwendig? Aber natürlich, es gibt Situationen in Organisationen, dass halt die ihr Wissen austauschen sollen, dass der eine also auf der einen Seite des Klo sitzt und der andere auf der anderen Seite, da wirst du schwer tun, das die zusammenzubringen. Das ist auch nicht effizient. Aber da muss man genau abwägen. Gut, danke dir. Ja, danke Angelika, dass du das nochmal gesagt hast. Diese Frage, ist es überhaupt notwendig? Weil ja momentan da auch so ein gewisser, ja fast schon Zwang da ist, ja jetzt diese ganzen neuen sexy Tools auszuprobieren, obwohl es teilweise tatsächlich gar nicht notwendig ist, weil die Leute eben nicht verteilt sitzen. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz essentiell, dass man also nicht Digitalisierung um der Digitalisierung willen betreibt und weil es alle anderen gerade auch tun, sondern dass man wirklich kritisch hinterfragt, ob denn da ein Business Case wirklich gegeben ist. Ne? Genau, und ob es da wirklich einen Zusatznutzen bringt. Und ob es nicht nur die Leute, also die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen also verwirrt. Ja. Wo siehst du denn, also du hast es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, wo siehst du denn tatsächlich die größten Schwächen
oder auch, ja, wie soll ich sagen, Abstriche, die man machen muss, wenn man Richtung, also wenn man eine Methode digitalisiert. Ich denke gerade an die Entwicklungsvorständin bei IBM, die vor fast 2 Jahren Schlagzeilen gemacht hat, weil sie dem Homeoffice den Kampf angesagt hat, weil sie gesagt, diese ganze virtuelle Kollaboration taugt nicht für Innovation. Ich glaube, wir sind wieder genau auf demselben Punkt, wo wir vorher eben waren, dass wir Menschen einfach besser sind, wenn wir uns direkt miteinander uns auseinandersetzen. Also dass wir das nicht über irgendwelche virtuellen Kanäle machen, sondern wenn wir uns direkt miteinander auseinandersetzen. Und da gibt es also aus meiner Sicht Grenzen, das ist die eine Grenze. Und die zweite Grenze ist natürlich auch leider, und das muss ich halt auch sagen, auch über die Generationen hinweg. Es gibt also jede Menge Menschen, die nicht so einen Zugang zu IT haben und die, für die das nicht selbstverständlich ist, also die App so verwenden, ganz locker vom Hocker. Und das haben wir immer noch. Das heißt, wir brauchen also auch also so eine langsame Hinführung der Menschen zu dem Thema IT, weil wir können uns nicht davor wehren. Der Zug ist abgefahren. Aber es gibt genügend, die das nicht wollen, die das nicht tun, die Angst davor haben. Und da haben wir, glaube ich, noch viel, viel zu tun. Ja. Also aus meiner Sicht ist IT-Kompetenz eine Kernkompetenz. So wie wir früher haben Lesen und Schreiben lernen müssen, müssen wir jetzt also auch zusätzlich noch lernen, mit allen möglichen IT-Systemen umzugehen. Das ist unumgänglich. Und das ist noch nicht angekommen in unseren Bildungssystemen. Ja, danke. Gut, was mich in dem Zusammenhang immer noch mit umtreibt, ist, wenn wir jetzt sagen, hier, in der Diskussion heute, ging es häufig darum, dass wir gesagt haben, für die Mitarbeiter, siehst du deutliche Unterschiede bei bestimmten Abteilungen, bei bestimmten Typen von Mitarbeitern, welche Dinge sich digitalisieren, abbilden lassen, weil dort sehe ich noch relative Unterschiede dabei, in welchem Fachbereich man das für welche Zwecke einsetzt, auch wenn es dieselbe Methode teilweise ist. Ja, selbstverständlich. Also ich habe ja Wissensmanagement doch in einer relativ großen Organisation also eingesetzt und ich begleite eine noch viel größere Organisation bei der Einführung von Wissensmanagement und da gibt es große, große Unterschiede. Das heißt, man muss also in der großen Organisationen nicht nur das organisational anschauen, sondern auch die ganzen Organisationseinheiten anschauen und jede hat also so Spezifikas. Das heißt, du kannst also ganz, ganz selten eine Wissensmanagementmethode über alle drüber streuen. Das macht aus meiner Sicht also auch überhaupt keinen Sinn. Da musst du genau anschauen, was brauchen die jeweils. Also zum Beispiel, wenn du jetzt eine Finanzbuchhaltungsabteilung anschaust und eine Verkaufsabteilung, dann haben die ganz andere also Notwendigkeiten aus der Sicht vom Wissensmanagement. Und da wirst du also selbst beim Methodeneinsatz also andere Methoden also vorschlagen und andere Vorgehensweise also auch vorschlagen. Das heißt, es ist immer ganz davon abhängig, was die Einzelnen also tun, was sie brauchen. Aber und das ist etwas, wo ich sage, das ist auch Führungsverantwortung. Das heißt also, wir haben die Notwendigkeit, auch die Führungskräfte zum Thema Wissensmanagement so heranzuführen, dass sie verstehen, dass sie selber einen Nutzen haben und dass sie eben diese Ressourcen auch freischaufeln dafür. Ressourcen dafür zur Verfügung stellen. Das wird nicht ausbleiben. Und auch das haben wir nicht immer. Gut, vielen Dank, Gabriele. Hast du noch weitere Fragen oder Ergänzungen? Ich sehe im Forum jetzt erstmal keine. Ja, ich persönlich nicht. Im Chat sehe ich auch nichts mehr. Trotzdem noch einmal eine Frage in die Runde, ob es denn noch Fragen oder Anmerkungen zu Angelikas Ausführungen gibt. Falls nicht, bedanke ich mich ganz herzlich natürlich vor allem bei dir, Angelika, für den spannenden Vortrag, bei allen, die live dabei waren. Genau, ich bedanke mich ganz, ganz sehr bei dir, Angelika, dass du die Zeit heute wieder gefunden hast, unsere Live-Session zu führen, zu begleiten und einen wertvollen Input zu geben. Und ich verabschiede natürlich auch alle Teilnehmer in die Ferienwoche, sage ich mal dazu. Bei uns sind gerade noch Herbstferien, deswegen kann ich das gut nachvollziehen und bedanke mich für alle, die dabei waren. Danke auch an Anke. Tschüss.